Moin Moin, mein Name ist Mareike Münz und wir sind heute hier an der Niederdeutschen Bühne Neumünster. Ich selber mache hier die Pressearbeit und ein bisschen die Spielplangestaltung. Und heute sehen wir das Stück Min Mann de Fort Tosé, das Silvester Premiere hatte und jetzt ganz regulär bei uns im Studiotheater läuft. Min Mann de Fort Tosé ist ein Klassiker der plattdeutschen Literatur und es geht darum, dass ein Ehepaar sich in der Nachkriegszeit eine Kneipe aufgebaut hat. Und nun ist es so, dass der Kneipenbesitzer in Kriegszeiten Zigarettenschmuggel betrieben hat. Denn seh ich fuck, Uli, wer auch bald nicht lichtsinnig von seh. Man muss doch aber wie Lütten daran denken, sich im Kerl anzulachen. Manns Lüt sind Mammelware. Aber man nicht von der Sort, Uli. Wenn sie mal heiraten will, dann nehmt sie einen Beamten. Wenn der tot ist, kriegt sie eine schöne Pension. Und dafür wird er jetzt zur Rechenschaft gezogen und muss ins Gefängnis. Aber natürlich soll niemand wissen, dass er ins Gefängnis muss, denn dann bleiben ja die Kunden aus. Also denkt sich das Ehepaar aus, er geht auf See und heuert auf einem Schiff an. Das wird den Verwandten erzählt und das wird den Gästen erzählt. Und nun ist es leider so, dass ausgerechnet das Schiff, auf dem der Kneipenbesitzer angeheuert haben soll, untergeht und es gibt keine Überlebenden an Bord. Was also tun? Angeblich ist der Kneipenbesitzer nun verstorben und seine Frau kommt in Bedrängnis, denn die liebe Verwandtschaft taucht auf und will natürlich ihr Erbe haben. Was natürlich niemand weiß, der Kneipenbesitzer wird irgendwann wiederkommen. Und er kommt in ein großes Tohuwabohu zurück und die Frau versucht in der Zwischenzeit irgendwie die Kneipe zu retten und sich vor der Verwandtschaft zu schützen. Aber was, wie das ganze Stück ausgeht, das könnt ihr selber sehen an der Niederdeutschen Bühne Neumünster. Liebe Mary, auch von mir, Hans Gode zum Geburtstag von Hahn. Von mir, das soll ich mir gründen.